Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier ist Gunilla Göttlicher mit den Quintessenzen eines Lebens. Und heute habe ich wieder eine ganz wunderschöne Geschichte im Gepäck. Manchmal haben sich mir Menschen anvertraut, dass sie gerne nochmal dem anderen, ihrem Lebensgefährten, ihrem Lebenspartner oder Partnerin sagen möchten, wie groß die Liebe ist, die zwischen den beiden einfach da war. Es gibt da eine ganz besondere Sehnsucht, die eigentlich nochmal dann nach Ausdruck verlangt. Diese drei Worte zu sagen. Schwierige Sache. Der Mensch, von dem ich heute erzählen möchte, ich möchte ihn mal Herrn Müller nennen. Der hat alles versucht, seiner Ehefrau Liebe auszudrücken durch Taten, durch Handlungen. Ich kann mich erinnern, dass damals eine Kollegin an mich herantrat und gesagt hat, Gunilla, da ist ein älterer Herr, der möchte nochmal seine Liebe ausdrücken. Vielleicht durch einen Brief. Kannst du dir vorstellen, das zu begleiten? Und ich habe gesagt, oh klar, das ist doch Ehrensache. Das war, glaube ich, einer der ersten Liebesbriefe, die ich begleitet habe. Und ja, das ist ganz spannend, ne? Weil dann hat man eine Art Auftrag, ja, nämlich für den anderen, mit dem anderen einen Liebesbrief zu schreiben. Und dann ist das eben so, dass man dann an so einer Türe klopft, ja, und da reingeht und sagt, guten Tag, mein Name ist Gunilla Göttlicher, ich bin hier die Kunsttherapeutin. Ich habe einen Auftrag bekommen, ich habe gehört, dass Sie gerne einen Brief schreiben würden. Einen besonderen Brief. Und ich möchte mich Ihnen gerne zur Verfügung stellen, damit wir das zusammen machen. In dem Moment begriff dieser ältere Herr, dass das die Chance seines Lebens nochmal ist. Diese drei Worte nochmal zu sagen. Er hat mir ganz viel von seiner Frau erzählt. Nennen wir sie doch mal Ingrid. Er hat mir ganz viel erzählt aus dem Leben, was er ihr alles geschenkt hat, welche Reisen sie gemacht haben, wie wundervoll ihr Familienleben war, mit den Kindern und den Enkelkindern, all das. Sehr wohlwollend und sehr schön. Und dennoch, sagte er, möchte ich ihr so gerne sagen, mit Worten, dass ich sie liebe. Ich habe es nicht geschafft, Frau Göttlicher. Ich habe es nicht geschafft. Da habe ich gesagt, ach, das ist doch gar kein Problem. Ja, ich habe mir viel erzählen lassen. Ich habe viel mitgeschrieben. Ich habe immer wieder Vorschläge gemacht, quasi wie rückgemeldet. Wie wäre es, wenn wir aus dem Gedanken das machen und aus dem Gedanken das machen und aus dem Gedanken das und aus dem das. So. Und dann gibt es halt... Ja, so ein Rilke-Gedicht, ja, oder Hilde Domin, ja, viel, groß, barock, üppig. Er hat gesagt, Frau Göttlicher, nichts für ungut. Das bin ich aber nicht. Das bin ich aber nicht. Und dann haben wir das runteressenziert. Zu dem. Zu einer Art Essenz. Diese Essenz, die möchte ich jetzt gerne vorlesen. Es ist ein Gedicht, ja, das so gelesen werden muss, dass es dazwischen immer viele Gedankenstriche oder viel Raum gibt zum Atmen. Ja? Deswegen werde ich jetzt ein bisschen Raum lassen.
meine Ingrid. Doppelpunkt. Das Beste, was mir je passieren konnte. Punkt. Ich liebe dich. Punkt. Darf jeder lesen. Punkt. Ich alter Esel, bereue es, dass ich so lange suchen musste, bis ich so viel Glück fand. Da gab es auch eine Enkelin. Und dieses Bild hing neben ihm. Es hat die Enkelin gemalt. Vielleicht ist es die Enkelin, vielleicht ist das der Opa, vielleicht ist das der Raum der Herzen. Hier steht, ich liebe dich. Hier ist eine Blume, hier ist eine Blume, hier ist eine Blume. Aber vielleicht ist das Ingrid und vielleicht ist das ihr Herr Müller. Ja, ich möchte mich sehr herzlich bedanken fürs Zuhören und freue mich, Sie wieder bei der nächsten Geschichte begrüßen zu dürfen.